Wir grüßen euch, danken euch für eure Präsenz. So schaut, wir möchten diesen Raum in Klarheit und Reinheit halten, sodass ihr euch erkennen könnt im Spiegel eures eigenen Seins, im Spiegel des Lebens, im Spiegel eurer Reise dieser Inkarnation. So schaut überall, sind Informationen, Energien, die euch dienen, zu durchdringen, einzutauchen in eure eigene Essenz. So ist Klarheit, Ausrichtung in euch, die Basis dessen, dass Bewusstsein fließen darf durch euch. Schaut. Setzt in euch den Fokus. Bittet eure eigene Systemintelligenz, dass in dieser Klarheit und Reinheit alle Informationen zu euch kommen, die jetzt für euch dienlich sind. Eure eigene Systemintelligenz weiß darum, was jetzt gerade erlöst werden möchte, welche Schritte für euch nun geboren werden wollen, welche Schichten an blockierten Energien durchdrungen werden wollen, welche Räume in euren Zellen geöffnet werden möchten, sodass all dies fließen darf in euer Bewusstsein, in euer Fokus, und so darf es aus eurem System strömen, euch verlassen, da es nicht mehr dienlich ist. Wir laden euch ein, jetzt in diesem Moment diesen Fokus, diese Initialzündung in euren eigenen Worten zu formulieren, sodass ihr ausgerichtet seid, eure Wirkungskraft dadurch entfaltet. Ebenso möchten wir den Raum der Sabotage eröffnen mit euch. Schaut, jedes Menschwesen hat in sich Programme, die euch zurückhalten im Wachstum. Sogenannte Sicherheitsanker, wie ihr Menschwesen dies beschreiben würdet. Anker, die euch bremsen, euch warnen, immer wieder vorsichtig in der Handlung sind. So schaut, diese Sabotageprogramme können verhindern, dass die Klarheit und Reinheit hier entstehen kann. Für manchen mag jetzt noch ein Sabotageprogramm dienlich sein. Es ist wertfrei zu betrachten, doch möchten wir diesen Aspekt hier mit hineinnehmen. So laden wir euch ein, in euch zu spüren, ob ihr dieses Sabotageprogramm jetzt gerade braucht. Ist es authentisch, dass das Sabotageprogramm aktiv in euch jetzt ist? Oder spürt ihr, dass es an der Zeit ist?
dass dieses Sabotageprogramm zur Ruhe kommen kann. Trefft eine wahrhaftige Entscheidung. Bleibt wertfrei, traut eurem Gespür. Alles darf sein. Hier dürft ihr verstehen, es gibt kein richtig oder falsch. In der Masse, jeder Einzelne trifft seine authentische Entscheidung, ohne Vergleich, wertfrei, stimmig für euch selbst, im eigenen System. So all die, die Entscheidung getroffen haben, dass ich das Sabotageprogramm jetzt zur Ruhe legen darf, zur Seite treten darf. Hier möchten wir dienen, unsere Energien fließen lassen, wirken, sodass es geschehen darf. So sei es. Für all die, die das Gespür hatten, dass euer Sabotageprogramm noch dienlich ist, so traut euch. Geht damit. Alles hat seinen Sinn, alles hat seine Berechtigung in jedem Jetzt. Wir verneigen uns vor euch, gehen Hand in Hand mit euch, halten den Raum in Klarheit, in Reinheit, in Liebe zu euch. Gesegnet seid ihr. Amen.